Kletterer, die ihr mitgebracht habt. Ne? Ich muss ja eigentlich der sagen, erstmal die Damen. Ne? Wie machen wir das denn jetzt? Der Himmel weiß ich nicht. Na, Alter. Nee, wir haben jetzt, wir hatten ja genau fürs Publikum da drin. Ja. Das ist Storm Palais. Ja? Man erkennt dich eigentlich jetzt auch immer sehr gut, wa? Ja, genau, das ist das neue Markenzeichen. Genau. Hast du 300 gesehen? Ja, ich hab, na klar, wie Gerard Butler. Ja, ich weiß. Du kommst ja eigentlich nur noch nach Berlin, ja, um deine Titel abzuholen. Ja, warum ist das eigentlich so? Ich weiß nicht, du bist ja gebürtiger Duisburger. Ja, ganz genau. Genau. Da ist ja der Ruhrpott. Da hinten, da haben wir nämlich noch, genau, wir haben heute Duisburger Vertretung hier. Da darf ich keine Fehler machen. Du bist geboren in Rheinhausen? Nee, geboren mit dem Meiderich. Ah, okay. Ja, Meiderich. Letztes Jahr, dieses Jahr sage ich schon, letztes Jahr. Wir haben 2016. Da hast du ein Award gewonnen? 2014. Ja, ich bin schon völlig durcheinander. Aber nee, Quatsch, du hast einen Award gewonnen, natürlich. Ja, natürlich. Den Erotic Lounge Award. Ja, genau. Den hat er sich natürlich geholt. Ja, und den hast du aber jetzt zum zweiten Mal gekriegt. Den habe ich zum zweiten Mal gekriegt. Genau, ja, genau. Ja, super, und? Ja, hervorragend. Ne? Warte, halt auf dich. Aber ich meine, gut, das habe ich ja nicht mir zu verdanken, das habe ich ja mehr den Fans zu verdanken, ne? Die da wie bekloppt gewotet haben und sich da Stunden hingesetzt haben, wahrscheinlich jeden Tag. Schöne Sache. Freue ich mich auf jeden Fall. Ich muss mal überlegen, Schatz, möchtest du noch mal die Kamera, Frau? Du machst mit dem Handy so einen Gegenschuss. Ja. Ach so. Gut. Also großes Kino hier. Ja, dann ist doch gut. Hast du sein Profil so richtig im Bild? Ja. Du kannst ja versuchen, bei deinen Schokolade sein. John, du kannst ja versuchen, bei deinen Antworten vielleicht noch etwas mehr den Kopf zu drehen. Ich fange schon alles an. Warum haben wir hier nicht so eine Action-Kamera irgendwie kleben? Wir brauchen eine Operation, eine GoPro, ja. Eine GoPro, genau. So, die sind ja so teuer. Also, ja, ey, die spinnen doch 500 Euro für so ein kleines Ding an der Scheibe kleben, ne? Ich kenne das, sind Abschöpfungsstrategien, die da betreiben bei GoPro, ja. Befürchte auch. Ja, so, und jetzt fahren wir zu deinem Set. Und genau. Weißt du schon, was du dich erwartet? Hast du das schon mal gehört? Ja, gut, ich habe natürlich schon tausendmal in irgendwelchen Fahrzeugen gescheppert, ne? Aber, aber mich erwartet eine Nessie B? Nessie B? Nessie B? Ja, okay, Nessie. Also aber jetzt Nessie. Nicht wie die Nessie, also dieses... Ja, so N-E-S-S-I, zumindest so geschrieben, ne? Also von ich kenne die junge Dame noch nicht, es scheint ein junges, sympathisches Mädchen zu sein, hoffe ich zumindest. Ich glaube, es sollte Nessie heißen. Okay. Nein, Quatsch. Nomen et omen. Du wirst es ja herausfinden, ob sie Nessie ist oder zumindest feuchti. Ne? Also eins von beiden sollte sie auf jeden Fall sein. So, genug Spaß, sonst kriegen wir wieder Probleme mit den ganzen feministischen Gruppen. Ja. Und wir sind ja bekannt für unsere... Wir wollen auch gar nicht so durch den Rückspiegel kommen. Wir sind ja Frauenversteher, ne? Wann fangen wir eigentlich an, uns mal zu emanzipieren, du? Ne? Haare wachsen lassen. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Bart wachsen lassen. Snickers. Wer von uns ist denn mehr Diva? Public Placement. Ne? Also, ich habe gesehen, du warst vorhin auch schon beim Sport, richtig? Ja, genau. Ich muss ja halbwegs vernünftig meinen Weihnachtsspeck noch runterarbeiten. Ne? Hast du so viel zugelegt? Oh, alter Schwede. Ne? Also vorher, nachher? Vor 3-4 Wochen hatte ich so eine Bocke, irgendwie hätte mich überhaupt nicht mehr erkannt. Dann habe ich so einen Clip gedreht für meine Portale. Mhm. Und dann beuge ich mich über die Frau und dann gucke ich anschließend beim Schnitt und dann sage ich, nee, das muss jemand anderes sein. Da hast du dich in den Clips wahrscheinlich ein bisschen verklickt. Und dann sehe ich, bin ich wirklich mit der dicken Plauze. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt Feierabend. Da habe ich so gedacht, entweder jetzt alle Spiegel abhängen zu Hause oder wieder ins Gym gehen. Ne? Ja, ja, und vor allem, du darfst ja nicht vergessen, man muss da auch hin und wieder muss man da selber kontrollieren und werfen. Ja? Weil die anderen, ja, die sagen natürlich immer, ja, John, super, ja. Und dann sind da vorher einer, ja, John, könntest du ruhig auch mal ein bisschen. Ja, ganz genau. Aber wenn die Szene im Kasten ist, ja, wenn es dann zu spät ist, ja, ja, das ärgert mich auch immer wieder, dass ich das danach erst gesagt habe. Ja, da sind wir richtig, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist nämlich Unfallschwerpunkt Nummer 1 hier in Spandau. Okay. Hier diese Tonne. Diese riesige Tonne. Ja, klar. Die rauchen sich hier regelmäßig weg, vor allem Touristen. Du bist aus dem Bild, John. Oh. Es ist ja gerade Karneval, wa? Ja, auf Mallorca nicht. Nicht? Gar nicht? Ja, doch, ein bisschen in der Schule machen sie so ein bisschen, aber kannst nicht vergleichen halt. Ne? Vermisst du das dann ein wenig? Nee, gar nicht. Ich war eh nie so der Karnevalsjack. Ja, wir sind immer Skifahren gegangen zu diesem Wochenende. Ne? Nice. War bei mir Winterberg.
der Stau zwingt uns dazu, nein, die weitere Fragen zu stellen, Jean. Erzähl mal, du hast jetzt das Buch letztes Jahr rausgebracht. Jo. Wie war so die Resonanz? Wie war so das Feedback? Ich meine, du hast natürlich Feedback von innen bekommen und auch von außen. Jo. Magst du uns was darüber erzählen? Ja gut, die Resonanz war eigentlich sehr, sehr genial. Gut, das sind aber jetzt dann meistens Leute gewesen, die mich auch schon kannten. Mhm. Ne, von daher, also gut, also ich habe, ich glaube, 20 Rezensionen, 19 oder 20. Und alle haben gut bewertet, alle mit vollen Sternen. Ich weiß nicht, ob man sich da was drauf einbilden kann, aber ist schon mal in Ordnung. Also ich glaube, den Leuten hat das Buch gefallen. Das Problem ist halt, dass wir viel, viel mehr Werbung brauchen. Ne, weil ich habe einen sehr, sehr kleinen, ganz neuen Verlag und da ist halt nicht, die geben halt keine, wie die regulären, ein regulärer Verlag, der gibt so 20.000, 30.000 Euro für Werbung aus. Mhm. So, und das kann halt so ein ganz kleiner Verlag halt nicht stemmen. So, das ist ganz normal. Dadurch bleibt uns halt nur Social Media und solche Klamotten und dadurch habe ich halt, keine Ahnung. Gott sei Dank. Noch nicht so die Hammerverkaufszahlen. Aber alle Leute, die es gekauft haben, finden es super gut und das freut mich wiederum. Doch, ne? also über Social Media Kanäle habe ich viel mitbekommen von dem Buch. Doch, ja. Doch. In dem Fall ist es wirklich was wert, wenn man da keine Budgets hat, natürlich, für richtige große Werbung. Richtig. Und also ich habe dein Buch auch gelesen und ganz ehrlich, ich fand es cool, fand es richtig gut. Ja, mir hat es richtig gut gefallen. Ist ganz ehrlich, ja, mir hat es echt gut gefallen. Und jetzt bin ich schon ein bisschen gespannt, weil man hat ja schon gehört, du hast noch ein Hörbuch rausgebracht. Also noch, oder ist es auch, ja, erzähl mal, weil das ist natürlich nochmal so, weißt du, das wäre cool für die Autobahn zum Beispiel zum Hören. Ganz genau, ja, können wir ja mal ein Stückchen anmachen. Ach, wirklich? Ich glaube, ich weiß nicht, wie schnell die Dropbox hier ist, ne? Aber gleich mal so mal kurz rein. Ja, erstmal zum Erzählen. Also, in meinem Auto. Letztes Jahr, ne, habe ich dann die große Ehre gehabt mit dem richtigen, mit der richtigen Legende, der richtigen Schauspieler. Zwei Legenden, also, ja. Das hast du jetzt gesagt. Mit Martin Semmelrogger, der hat mir halt die Stimme gegeben, ne, und hat halt mein Hörbuch vertont. Ganz, ganz klasse. So, und ja, hat etwas Komplikationen gegeben mit der Vermarktung, mit der Konfektion. Aber jetzt ist es endlich raus. Ich denke mal, nächste Woche, also ein paar Tagen ist es jetzt im Vertrieb. Ich denke mal, übernächste Woche sollte es jetzt bei Amazon gelistet sein. Und dann ist es endlich erhältlich. Das hat bei viel, Amazon. Viel zu lange gedauert. Ja, das hört sich doch gut an. Denn meine Frau, die ist ja, also unsere Möbel sind ja supported bei Amazon und so. Ja, alle Sachen. Ich glaube, du hast da auch endlos viele Gutscheine hoffentlich noch. Oder, Schatz? Du hast doch noch Gutscheine da. Wo bist du denn? Nee, super. Nee, auf jeden Fall. Ja. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ach ja, jetzt weiß ich ja wieder, was ich wollte. Ich wollte mal gucken. Vor allem das Schöne ist ja auch in deinem Fall, ja, die Schichten enden ja noch nicht. Ja. Ja. Es geht sozusagen immer noch weiter mit dir. Absolut, absolut. Jetzt bummst du gleich. Irgendwann nach Ende dieses riesenlangen Staus. Gut, dass wir so früh losgefahren sind. Ne? Geflogen, habe ich es fast gesagt. Jetzt bekommen wir einen ganz persönlichen Ausschnitt von Jean aus seinem Hörbuch. Aus seinem Hörbuch. Legenden sterben nie. Legenden sterben nie. Dieser Titel entstand aus zweierlei Gründen. Im Jahre 2008 begleitete ein Männermagazin den ersten Dreh meiner heutigen Ehefrau und schrieb: Als Drehpartner wurde ihr die lebende Legende Jean Palais an die Seite gestellt. Hinzu kommt die Tatsache, dass ich von vielen Kritikern der Adult Industry seit Jahren totgesagt werde. Seltsamerweise bin ich aber immer noch da, ganz im Gegensatz zu denen, die diese Gerüchte in die Welt setzten. In den letzten 22 Jahren habe ich viele Stars und Sternchen kommen und gehen sehen. Und dazu sage ich, Totgesagte leben länger, doch Legenden sterben nie. Hörbuchversion gelesen von mir, Martin Semmelrogge. Gewidmet meinen Eltern, Maria und Heinrich Krück. So, ja, cool. Soweit. So, ja, siehst du, genau. Ja, ja, man ist schon, hört sich auf jeden Fall, hört sich semmelrockig an. Ja, hört sich ganz cool genau an. Doch, doch, doch. Also eine bessere Stimme hätte es nicht gegeben, ne, von daher. Doch, dafür ist sie kann super, man sich stundenlang reinpfeifen, ne, und die 5 Stunden, ich schwör's dir, die gehen richtig schnell rum. Ne. Ich habe jetzt gerade noch mal den Hinweis bekommen, ob die Musik auch aus ist. Das ist absolut richtig, wir müssen ja hier auch aufpassen mit unserer GEMA-freien Musik hier.
Sonst steigen die uns ja hier alle gleich richtig aufs Dach. Und ja, jetzt waren wir gerade beim Testmachen mal ausnahmsweise im Labor, haben Jean ein neues Labor gezeigt. Lulu hat mal wieder ein Armutszeugnis, ein Blutarmutszeugnis abgegeben. Ja. Warte, jetzt rüber hier, zack, vorbei. Und wir kommen dem Ziel Bumsbus jetzt aber Gott sei Dank immer näher. Jean, darf ich dich mal etwas diskretes, persönliches fragen? Frag. Wie alt bist du jetzt? 25, aber schon seit ein paar Jahren. Genau. Deswegen, ja, 25 seit 20 Jahren. Jetzt ist es tatsächlich so, ich glaube, dieses Jahr sind es bei dir 22 Jahre ja, so sieht Hardcore-Business, genau. Ja, ja. Wann, wo ist für dich die, wann, wie, wo wird es noch hingehen mit dir? Ja, also ich denke mal, mich kriegst du echt nur im Sarg, ne? Also in der Waagerechten aus dieser Industrie heraus. Also ich kann mir gut vorstellen, in Holland wird viel so oldche Filme produziert. Da habe ich vor kurzem schon mal angerufen. Er meinte, dafür sehe ich noch zu gut aus. Dankeschön. Ja, steigender Markt. Ja, wir werden ja in einer Seniorengesellschaft leben. Ja, genau. Deswegen. Also durchaus noch nach oben hin doch ein zukunftsträchtiger Job. Ja, das finde ich gut. Ne? Also die Berufswahl richtig getroffen. Denke ich da auch mal. Ne? Bis zur Rente und drüber hinaus. Ne? Also ich denke doch, Pornos kann man machen, bis man 80 ist. Ne? Solange sich da unten noch was tut, ne, ist so alles schick. Wir waren gerade an der Langenhansstraße. Du kennst ja die Photo Factory noch. Ja, die Photo Factory kenne ich noch. Da hast du früher auch viel gedreht. Oh, da habe ich hunderte von Filmen gemacht, glaube ich. Hunderte? Bestimmt, ja. Doch, stimmt. Doch, ja, da war viel los. Das ist schon. Ja, war immer schön. Sehr, sehr schöne Location. Geiles Fitnessstudio direkt daneben. Also besser geht's gar nicht. Ne? Gute Kombi. Stimmt. Sport. Ja, ich muss auch wieder tun. Ich komme jetzt zu nichts. Ich habe ganz wehmütig auf deinen Post gesehen und festgestellt dabei, hey, der geht ja sogar ins Studio, wenn er nicht zu Hause ist. Sag mal, wir haben noch gar nicht miteinander gedreht, kann das sein? Nee, genau, richtig. Leider Gottes, ne? Leider Gottes ist das so, ne? Wir haben nur mal, ja, nur fürs Fernsehen, ne? Außer dich. Nur fürs Fernsehen. Ne? Nur fürs Fernsehen mal geschlabbert habe ich, ne? Also, ja, genau, das war gut, aber ansonsten, ja. Das könnte, das siehst du, da könntest du ja vielleicht. Wo ist denn eigentlich mein Cappy hier? Wo ist denn mein Cappy? Liegt das da irgendwo? Ja, hier. Hey, hier. Nee, warte doch, was mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Vorsicht, ich muss hier dranbleiben. Mensch. Ja. Mann. Genau. Vielleicht für Porno Premium demnächst? Ja. Im Bumsbus? Ach, ey, ich habe hier vorne noch eine Idee, wie ich parken kann vielleicht. Hier ist eine super Parkmöglichkeit, finde ich. Direkt neben Seemann. Ja, dem genau. Discounter für den Seemann. Dit ist Berlin. So, jetzt nirgends mal gegenstoßen. Alter Platz. Vielleicht ist das der Bumsbus? Ja, das hoffe ich doch. Nee, du kannst aufrecht stehen. Ja, ganz genau. Ich check jetzt nochmal den Zimmer. Ich bin Sitzriese. Ich sag jetzt nochmal, wir sind hier. Ja. Komm, sprich nochmal mit Gott, mit Tim, wollte ich sagen. Tim, wir sind jetzt hier. Wir sind direkt neben Seemann. Und wo seid ihr denn? Wie stelle ich mir das vor? Ja, also du wirst so einen kleinen Mann im Ohr haben. Ja. Ja. Und dann wird dir pinnt. Dinge durch dieses Mikrofon. Nein! Ja, zum Beispiel, auf wen du ansprechen sollst oder so. Nein! Und ja, dann machst du den halt. Jetzt sind nicht dabei, oder? Eieiei. Nee, alles easy und gechillt. Wir sind jetzt hier am Antonplatz, warten jetzt auf die Jungs und die anderen und hoffen, dass die jetzt bald am Start sind. Ich glaube, meine Frau hat Hunger. Hast du auch Hunger? Ja, na, vor der Szene esse ich nicht gerne so viel. Ja, ich kenne das, oder? Das ist schlecht für die Potenz. Ja, das ist Stommisch. Ganz genau. Stommisch Story. Wenn ich gegessen habe, bin ich müde. Dann bin ich wie so ein Bär. Dann will ich schlafen und nicht ficken. Ne? So, wir sind angekommen beim Anton Grill. Und ich suche jetzt gerade, ich hab hier nur so einen harten Schlüssel. Halt. Ich habe auch einen harten Schlüssel. Guck mal hier, das kannst du aber nehmen dafür. Jean zeigt jetzt, was er auf dem Bau gelernt hat. Ja, genau, deswegen. Ist ja mein Doping. Ja.
Bin jetzt, runter von Chemie und bin auf Natur jetzt übergegangen, ne, als Hilfsmittel. Ja, ich muss, glaube ich, meine Mahlzeit hier auch noch mal genießen. Mein Döner mit Fleisch. Sehr lecker. Denn bald werde ich vegan leben. 4 Wochen. Ich lasse mich überraschen. Im Auftrag der Ehre. Im Namen der Ehre. Wir trinken drauf. Prost. Ich kann. Tja, neue Informationen. Wir sind natürlich zu früh dran. Um 16 Uhr, sagt er jetzt, ja. Macht aber nichts. Uns geht's gut. Wir essen dann. Ich habe gute Anekdoten. Würde ich auch. Ich wollte gerade erzählen, die allererste Mal, dass ich Tim getroffen habe. An dem Inflagranti-Set damals, ich weiß nicht, ist das 10 Jahre her oder noch länger, ich habe keine Ahnung. Und ich werde nie vergessen, ich komme ans Set und ich gucke mich so zwischen den Leuten um und denke, vielleicht sollst du die alle mal nach dem Ausweis fragen. Ja, weil die alle aussahen, das wären sie 16, 17. Ja, die waren wohl, ich weiß nicht, wie alt war der damals, so 18, 19 vermutlich. War auch 18, 19. Ja, so irgendwie so in der Art. Ne? Und ich habe echt gedacht, ich bin im anderen Film. Ne? Und was mir sofort aufgefallen ist, dass alles genauso professionell oder teilweise professioneller wirkte, als bei manchen anderen. Mhm. Ja, das waren nicht nur die Jüngsten, sondern die haben auch alles direkt von Anfang an richtig gemacht. Ne? Und naja, also ja, das ist eine Grenzwert Studios. Ganz genau, Grenzwert Studios. Genau. Der Pate, der Pornopate von Berlin. Der Tim. Übrigens, ist sie gerade Döner-Tim. Deswegen, genau. Jetzt so, also jetzt das Lästern wieder einstellen, ja? Warm. Jetzt läuft er jetzt hier schon seit 10 Minuten, die Kamera? Ja. No, also jetzt müsste hier gleich wirklich der Tim mit dem Bus auftauchen. Ja, wo ist er denn? Weil wir müssen dann auch echt weiter und ich lasse dich zwar ungern im Regen stehen. Was ist das denn jetzt für ein Bus? Ist das so ein Doppeldeckerbus, so hier wie von BVG? Nö, einfach ein großer, fetter, so wie der hier. Okay. Das ist nur mit Türen. Nur mit Türen. Türen sind gut. Ja. Ah, guck mal, da wahrscheinlich, ne? Warte mal, ja, da sind sie. Da drüben sind sie. Wir bringen jetzt Jean zu seinem Arbeitsplatz. Geh einfach mal über Rot. Schnell, Jean. Ich hab dich bei der Straftat, jetzt hast du dich selber gefilmt. Jean, noch mal ein paar letzte Fragen. Was würdest du allen zukünftigen Pornodarstellern auf den Weg geben? Such dir einen anderen Job. Alle Drehs, die es noch gibt, gehören mir. Oh, so, Gott. Ach, das aufregend wieder hier. Ja, yeah, jetzt geht's los hier. Wir sind hier am Starten. Was ist los hier? Die ganze Bande hier. Ja, exklusive Einblicke wieder mal. Das ist Hubertus Leichner, covering Pictures. And, hello, nice to meet you. Welcome. And that's Pint Eastwood. And also in the background, you can see Tim Grenzwert. And this is also a newcomerin. She is a newcomer. Hello. Oh yeah. That was the first contact. Was? Hello. Nice to meet you. Kennen wir uns? Ich denke nicht. Warum spricht er jetzt Englisch? Sie spricht doch Deutsch. Ja, einfach um ein bisschen internationalen Flair hinzuholen in die ganze Scheiße hier. So. Ja, yeah, da ist er doch, der Bumsbus. Ja. Yeah. So, und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Macht die Tür zu, haut rein. Oder meinen Rucksack. Ja. Tschüss. Tim? Ich musste da auch noch hin. Bei dich.